Herzlich willkommen zum siebten Teil meiner Videoserie Meine 10 besten Tipps zu den häufigsten Schwierigkeiten mit Hund. Mein Name ist André, ich bin zertifizierter Hundetrainer und Verhaltensberater und von der Online-Hundeschule deine-hundeschule.com. Das ist meine Hündin Wolke und heute im siebten Teil geht es um übermäßiges Bellen, Kläffen des Hundes. Wie kannst du das Ganze stoppen? Wie kannst du das Ganze reduzieren? Was sind die häufigsten Fehler? Genau darum geht es heute. Und zwar, ich fange mal damit an, was der größte Fehler bei der Geschichte ist, und zwar das Bellen zu ignorieren. Bellen ist selbstverstärkend. Das heißt, es wird immer mehr, wenn man den Hund einfach bellen lässt. Je mehr der Hund bellt, je öfter der Hund bellt, desto öfter bellt er, desto mehr bellt er. Und deswegen ist es ganz wichtig, das Bellen unbedingt zu unterbrechen. Wie, da komme ich gleich noch zu, aber das ist schon mal ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten, weil teilweise der Rat gegeben wird von anderen Trainern oder auch in Foren oder wo auch immer, ignoriere das Bellen einfach, dann hört der Hund von selber auf. Das ist nicht so. Wir gliedern das Ganze in drei Schritten. Und zwar der erste Step, den ich dir gerne mitgeben möchte, ist organisiere. Organisiere den Alltag mit deinem Hund so, dass das Bellen möglichst wenig stattfindet. Das heißt, kannst du vielleicht den Liegeplatz im Haus so verändern, dass der Hund weniger bellt? Oder wenn der Hund zum Beispiel draußen auf Sachen reagiert, die vor der Scheibe herlaufen. Das heißt, manche haben Scheiben bis zum Boden oder die Tür nach außen ist komplett verglast. Und immer wenn jemand dran vorbeiläuft, wenn der Hund eine Katze sieht, was auch immer, fängt er an und bellt wie ein Irrer, rennt dann vorne zu dem Fenster oder zur Tür hin. Und über Organisation kann man das Ganze schon deutlich minimieren, indem man einfach zum Beispiel den Liegeplatz verändert, dass der Hund keine Sicht mehr nach draußen hat, oder dass man Milchglas vor die Fenster klebt, so dass der Hund auf Höhe des Hundes natürlich nur, nicht komplett, sodass er nicht mehr rausgucken kann. Oder man arbeitet mit Vorhängen. Das ist jetzt nur ein Beispiel für innen. Beim Gassigehen ist es so, dass du dir überlegen kannst, zu welchen Zeiten gehst du mit deinem Hund und an welchen Orten gehst du mit deinem Hund. Das heißt, geh zu Zeiten und geh an Orten, wo das Bellverhalten oder auch Kläffen deines Hundes möglichst wenig stattfindet. Diese Organisation ist deswegen wichtig, weil alles, was dein Hund wiederholt, verstärkt sich auch. Das heißt, die neuronalen Verknüpfungen verstärken sich immer mehr. Am Anfang, wenn der Hund ein Verhalten anfängt, bleiben wir einfach mal beim Bellen oder Kläffen, dann ist das vielleicht so ein ganz kleiner Trampelpfad, den der Hund neuronal wählt, jetzt bildlich gesprochen. Und je öfter er bellt, je mehr er bellt, also in vielen verschiedenen Situationen und intensiver, desto breiter wird diese Straße. Und irgendwann ist es eine Autobahn. Dann bellt der Hund in ganz, ganz vielen verschiedenen Situationen ganz intensiv. Und um das zu verhindern, ist es wichtig, das Bellverhalten durch Organisation möglichst zu minimieren, um diese Straße im Kopf erst gar nicht groß und breit werden zu lassen oder sie im Gegenzug zu reduzieren, falls sie schon groß und breit ist. Das ist Step 1. Jetzt kommen wir zu Step 2, und zwar trainier mit deinem Hund ein Meideverhalten. Ich nutze dafür das Schlusssignal. Und zwar, du nimmst dir einfach ein Leckerchen in die Hand, hältst das vor die Nase deines Hundes, der es interessiert, riecht, und in dem Moment, wo der Hund von der Hand wegzieht, so wie jetzt, so ein bisschen sieht man das bei Wolke, in dem Moment sage ich Schluss. Das heißt, ich fange die Bewegung ein, sage Schluss und belohne den Hund dann mit dem Leckerchen, was ich in der Hand habe. Ich habe das schon in anderen YouTube-Videos gezeigt. Ich werde das auf jeden Fall auch verlinken, falls euch die Übung komplett mit Futterbelohnung und so interessiert, ihr euch das nochmal anschauen möchtet. Ihr findet das auch in meiner Online-Hundeschule natürlich. Ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Aber diese Übung ist extrem wertvoll und erfolgreich, um das Bellen, das Kläffen des Hundes zu stoppen. Und zwar, ihr trainiert das Ganze im Idealfall täglich mit den Belohnungen. Ganz wichtig ist aber, wenn ihr das im Alltag anwendet, das heißt, wenn ihr zum Beispiel das Schluss dann nutzt, um das Bellen des Hundes zu stoppen, dann müsst ihr die Belohnung weglassen. Parallel trainiert ihr aber diese Übung, diese Schlussübung mit Futter weiter. Nur in den Situationen, wo ihr das Schluss anwendet, da bitte ohne Belohnung arbeiten. Das ist das Einzige, worauf ihr dabei achten müsst. Jetzt kommen wir direkt zum dritten Step, und zwar bleibt am Ball. Das heißt, nur diese kontinuierliche Übung und Anwendung des Schlusssignals in Kombination mit einer guten Organisation führt dazu, dass ihr das Bellen wirklich reduzieren könnt. Nehmt euch dafür Zeit, um und bei 3 bis 6 Monate, um wirklich erfahrungsgemäß sehr, sehr gute Ergebnisse zu erreichen. Das war mein Tipp zum übermäßigen Bellen, zum Kläffen deines Hundes. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen weiterhelfen. Falls ja, gebt uns einen Daumen nach oben. Für mehr Videos von uns, abonniert den Kanal, folgt uns gerne bei Instagram. Dann hören und sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin und liebe Grüße. Tschüss, dein André. Walking alone.
so empty. The only thing I can see is my own silhouette.